Und Achtung, wir drehen. Und bitte Ton. Ton läuft. 41, 12, 2, 3. Ja. Set. Und bitte. So. Und jetzt sagst du mir bitte was mit dir da. Entschuldigung. Nochmal. Stopp. Tipptopp, Leute, wir haben Heike Henkel, Stefan Kretschmer, die Lucy von den No Angels. Über die muss ich immer lachen, mach weiter, weiter. Alles gut. Also die Lucy von den No Angels, dann Birgit Prinz, Elton. Wie geil's, ganz. Schaff ich, lass laufen. Pillig. Oder traust du mir das nicht zu? Doch, grundsätzlich schon. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, was denkt der Zuschauer? Ne? Der sieht natürlich immer Klaus Winson. Nein, der sieht natürlich nicht Klaus Winson, sondern der sieht hier, Scheiße. Die Lucy von den No Angels. Schaffen wir auf jeden Fall jetzt. Bitte, lass laufen. Ja, wir schaffen das. 39, 1, 1, die 5. Ja. Okay. Okay, mach weiter. Die Lucy von den No Angels. Warte, warte, geht. Schau mal. Birgit Prinz, Elton. Wiegald, ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Sehr. Okay. Und? Bing! Nee, überhaupt nichts, war gut. Jutta! Hallo, da bist du ja. Könntest du mir die Stimme abhören? Ah. 15, 3, die 6. Ja. Und set. Und bitte. Jetzt, Kinder, ich bin noch gerade geschminkt. Nicht, dass die Jutta noch mal schminken muss. So. Okay, läuft. Birgit, kein Problem. Bitte. Ich bin's aber nicht mehr alleine. Gut, jetzt machen wir's. Ja, neue Klappe. Kamera. Danke, Klappe. Und set. Und bitte. Du hast es doch ähnlich gekonnt. Ja, hab die irgendwie mal. Meine Schuhe sind aus Hanf. Sogar mein Verband ist aus Hanf. Heute Morgen habe ich mir die Haare mit Hanfshampoo gewaschen. Mein Hanfhemd ist mit Waschmittel aus Hanf gewaschen. Meine Schuhe sind aus Hanf. Sogar mein Verband. Set. Und bitte. Oh, da ist er. Ich war ja gerade am Klopfen. Vielleicht so, dass man es schaffen wir jetzt. Wir laufen. Ruhe. Ruhe. Und bitte. Warte, ich hab's gleich. Warte, warte mal. Ja, wir schaffen das. Ganz ruhig. Okay, okay. Lauf, lauf, lauf. Vielleicht so, dass man es glaubt. Ihr dämliches, linkes Bio-Drecks. Ich rette bolivianische Bauern. Shampoo. Verdammt. Linkes Bio-Hanf-Drecks, ich rette bolivianische Bauern-Shampoo, hat mich fast in die Klapse gebracht. Das Zeug können Sie Tobi, Kuddel und Franzi in ihre ranzigen Wasserpfeifen kippen. Aber bleiben Sie mir vom Leib mit Ihrem ganzen Quatsch. Und die Ruderbootfahrt. Wolltest du mich küssen? Ich muss ja nochmal wiederkehren. Nochmal. Los! Basti! First I was afraid. I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. I learned how to carry on, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid luck. I should have made you leave your key. Mama auf! Normal bitte, es ist zu schön. Ach, ey, Hugo ist in Svenja Bruck verknallt, Anne, ich bitte dich. Das ist ja wohl... Scheiße! Was hast du jetzt gemacht? Sieh zu, dass die Svenja von dem... Genau. Ja. Genau. Sie weiß noch, dass was du ich mir die... Aber... Sieh zu, dass du die Svenja von dem Balder wegkriegst. Anne, die ist jetzt noch eine Woche. Ich kann nicht dir dieses Bett schweigen, ohne mir weh zu tun. Entschuldigung nochmal.
Svenja. Mensch, Svenja. Noch eine? Wir laufen noch? Nein. Ach! Halt mir ja die Svenja von dem Ball. Sobald ich auf das Bett zugehe, kriege ich Angst, dann muss ich lachen. Okay. Ja, die Svenja von dem Ball da fern. Mensch, die ist jetzt noch eine Woche da. Mann! Aber du warst doch jetzt. Ich kann trotzdem nicht. Mensch, die ist jetzt noch eine Woche da, dann übernimmt Hagen wieder. Und bis dahin. Etwas das Musik. Aber es ist schon weiter. Der Balder ist wie die Schlange vor dem Kaninchen. Okay, nein, wir waren noch ein ganzes. Stopp, stopp. 43, 16, 1, 12, Pickup. Klapp. Fett. Und. Was ist denn diese Schlange? Weiß nicht, was los ist. Irgendeine energetische Sache. Leute, die vier Fotos, eine Betonmischmaschine. Ja, wir laufen noch. Wollen wir? Noch? Ja, gut. Achtung und bitte. Der Balder ist wie die Schlange vom Kaninchen, wenn du das Kaninchen wegnimmst. Der Balder ist wie die Schlange vom Kaninchen. Wenn du das Kaninchen wegnimmst, ist der Balder zufrieden. Ich glaube, ich kann einfach den Text nicht. Das hättest du doch gleich sagen können, Mensch. Auf das Konto vom Berliner Knitter-Redford. Und zum letzten Mal. Das hier ist meine Zahnbürste! Entschuldigung. Aber geil war's. Manchmal glaube ich, mein Vater hat recht. Alle Pastewkas haben eine Meise! Was haben denn jetzt bitte die Pastewkas damit zu tun, hä? Das Ding geht doch wohl zu 100% auf das Konto. Auf das Konto! Mann, der Balder ist irre. Der hat die gesamten 80er Jahre durch. Erna kommt in der... Scheiße! Manchmal glaube ich, mein Vater hat recht. Alle Pastewkas haben eine Meise! Was haben denn jetzt die Pastewkas damit zu tun, hä? Das Ding geht doch wohl zu 100% auf das Konto von Berliner Knitter-Redford. Und zum letzten Mal. Das hier ist meine Zahnbürste! Mensch, Anne, reg dich doch nicht so auf. Anne, du bist eine Frau, die weiß, was sie will. Aber Liebe ist nur ein Warp. Scheiße, ich muss jetzt... Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür, ne? Das ist der Peter Rücken, den ich kenne. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber könnte ich dich bei dieser einen Entscheidung nicht vielleicht doch auf unsere Seite gewinnen? Bastian, sag mal, was hast du eigentlich gegen Dani Lorenzki? Ich bin sehr dumm. Nein, du machst jetzt richtig. Die Saskia hat mir auch die falschen Schilder hochgehalten. Mach doch für auf. Für unsere Seite ziehen. Genau. Auf euren? Auf unsere Seite gewinnen, heißt es doch, oder? Für unsere Seite. Habe ich aufgesagt? Ich hatte es richtig gesagt, ne? Das war alles gut. Ich hatte es richtig gesagt. Nicht... Ja, weiß ich, Annie. Kim sagt, du kannst schon. Ich bin jetzt voll dagegen geschrammelt. Entschuldigung, ich hab dich nur dagegen gekommen. Ja, komm, lass mich nur machen. Ich halte den Kollegen auf Distanz. Ja, das merke ich. Halt nochmal. Der denkt halt, dass er die Verantwortung trägt, weil er. Der denkt halt, dass er Schuld hat, weil er die Verantwortung trägt als Trainer. Naja. Entschuldigung, ich wusste jetzt nicht, ob da was kommt oder ob das jetzt. Ich krieg's auch nicht mit bis hier. Wer ist da? Mann, ich bin's. Mach auf. Fällt mir was an mir auf? Hm, das ist runtergefallen. Sabine? So. Jetzt quatschen die da oben. Und wer von den beiden ist da jetzt der Star? Der mit der gesunden Urlaubsbräune. Der mächtige Detlef Diesoest. Den kennt man woher? Den kennt man daher, dass der Korken jetzt in der Flasche ist. Darf ich das nochmal haben, Sabine? Entschuldigung, aber jetzt ist er in der Flasche. Sabine? Du wirst jeden Cent zurückzahlen, Fräulein. Hä, was willst du? Sam. Ist an meiner Uhr hängen geblieben. Wie hast du das geschafft? Jeden Cent zurück. Kann das sein, dass sie einfach nur Schiss haben? Ich hab keinen Schiss. Und sie doch ihr blödes Maxi-Teelicht frei und ich nehme die anderen Kerzen. Nein, Moment, das sind meine Kerzen, soweit kommt's noch. Wie haben Sie das gemacht, Frau Bruck? So, Konzentration, echte Gefühle und bitte. Hallo. Was machst du denn da so hektisch weg? Hast du wieder selber? Ich habe nur Schule geschmissen. Und bitte. Hallo. Hallo, Schatz. Hi. Du, hast heute Abend schon irgendwas vor? Nee, wieso? Ich bin ziemlich müde.
Lass mal starten, bitte. Nochmal weiter. Noch weiter. Achtung. Wir haben uns wehgetan beim Küssen. Hallo. Hallo, Schatz. Hallo. Hey. Du hast heute Abend schon irgendwas vor? Nee. Wieso? Ich bin ziemlich müde. Entschuldige, Vera, wir können uns gar nicht küssen. Anne, du bist eine Frau, die weiß, was sie will. Ich dagegen habe das Herz am rechten Fleck. Ich bin ein Tummischgub. Wie soll ich denn das schaffen? Ich mach grad Abi. Ach Quatsch, Abi braucht kein Mensch, guck mich an. Da hörst du es. Wir laufen weiter, kannst du nochmal gehen, Herbert, mit Abi Quatsch. Ach Quatsch, Abi, braucht doch kein Mensch. Ja, aber ich wüsste nicht, was ich sage danach. Flachsiger. Ja, weiß ich doch. Sag nochmal. Ach Quatsch. Ja, natürlich, hab's ja eben selbst noch gesagt. Achtung, Achtung, wir laufen. Das ist jetzt nicht mein Problem. Und bitte. Ach Quatsch, Abi braucht doch kein Mensch. Guck mich an. Guck mich an. Ach. Kein Problem. Und bitte. Lass laufen. Ach Quatsch, Abi braucht doch kein Mensch. Guck mich an. Du musst das sagen, guck mich an. Warum bist denn überhaupt er zurückgekommen? Weil es am Scheiß Scharmützelsee durch die Decke geregnet hat. Dann komme ich hier hin, krieg von meinen eigenen Söhnen einen über die Rübe. Und die ganze Bude ist ausgeräumt. Das darf doch nicht wahr sein. Papa, wir waren im Keller und haben Tischtennis gespielt. Wir haben die Klingel nicht gehört. Was ist denn los? Was haben wir gespielt? Tischtennis? Sehr, sehr gut. Entschuldige bitte. Habe ich gerade sehr raus. Ja, weiß ich, Schnitt. Ist doch eigentlich auch egal. Die Frage ist doch, wenn Sie und ich gegeneinander spielen würden, wer würde gewinnen? Ja, was weiß denn ich? Bin ich Kacke Paul oder was? Soll das Kacke Paul? Hab ich so verstanden? Ein Wochenende will ich mal weg. Könnte ausrasten. Warum bist du denn überhaupt hierher zurückgekommen? Weil es am Scheiß Scharmützelsee durch die Decke geregnet hat. Komm ich hier und kriege erstmal einen über den Schädel von meinen eigenen Söhnen. Und die ganze Bude ist ausgeräumt. Papa, wir haben ein Tischtennis gespielt im Keller. Wir haben die Klinken. Was ist denn los? Klingeln nicht gehört. Soll ich das gerade nochmal sagen? So, jetzt geht's, entschuldigt. Die Regie ist schon weg, oder was? Ja, ist schon Drehschluss bei euch? Wir laufen weiter, wir laufen weiter, sehr ruhig. Und bitte. Du willst einen Marathon laufen? Scheiße, schon fand ich lustig. Geht's auch, wir laufen. Ja, aber, entschuldigt. Wir laufen noch. Ich bin heute nicht in der Verfassung. Ruhe, wir laufen noch, ist okay. Und bitte. Du willst einen Marathon laufen? Scheiße, kriegst du immer die Nase. Entschuldigung. Dein Vater hasst mich. Tut er nicht. Sonst hätten sie uns wohl kaum eingeladen. Nein, wir fahren dahin. Meine Eltern haben Korallenhochzeit und wir haben zugesagt. Korallenhochzeit? Also bitte Korallenhochzeit. Haben die unter Wasser geheiratet? Nein, haben sie nicht. 35 Jahre verheiratet nennt man nun mal Korallenhochzeit. Ich hab's mir nicht ausgedacht. Ah. Tja. Doof, dass ich gerade jetzt den Schlüssel runtergeschmissen habe. Wir haben einfach länger gedreht als erwartet. Ne? Hier, der rumsige Kalkofe, der hat einfach so viel geschwitzt und das ganze Überpudern hat einfach viel länger gedauert. Ne? Und deshalb mussten wir 2 Drehtage dranhängen. Und dann wurde auch noch das Abschlussfest verschoben und deshalb feiern wir jetzt nicht morgen, sondern gestern. Erzähl mich mal den Schlüssel nicht mehr dann aus. Ja, du, wir haben einfach länger gedreht als erwartet. Ne? Der fette Kalkofe, ne? der schwitzt die ganze Zeit und der musste nochmal extra abgepudert werden. Und deswegen wurde das Abschlussfest verschoben. Warum sie? Nee, ich pack lediglich für das Wochenende bei unseren Eltern. Entschuldigung. Verzeihung. Was war denn? Nix. Auch wenn der Gedanke sehr verlockend ist. Nee, ich pack lediglich für unser Wochenende bei meinen Eltern. Das tust du nicht, du grinst mich an, wenn du hochkommst. Ja, she works hard for the money. So hard for the money. She works hard for the money, but you better treat.
Wieso denn nicht? Nachher steht in der Zeitung, Pastewka lässt seinen älteren Bruder bei Balder schwarz die Unterhosen bügeln. Ne? Und dann bin ich der neue Gerhard Schröder hier. Nee, 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 lass mal. Schnell bist du? Also jetzt ein Hat jetzt zwar nicht direkt was im Fernsehbereich, aber er sucht eine neue Haushaltshilfe? Ja. Haushälterin. Ich glaube, wieder nicht, dass ich esse, Leute. Ich habe das schon so gemacht, als er ansetzt. Und bitte. Wie konnte das denn passieren? Ich habe einfach nur die doofe Teekanne ins Spülwasser getaucht und... Nicht lachen, wir laufen aber noch. Gucke, wie wir laufen. Ist echt unglaublich, was man aus Hanf alles machen kann. Seife, Hosen, Waschmittel, Shampoo, Öl. Ich habe Öl noch gar nicht gesagt. Doppelt. Das kann man doch mal verschlingen und verwechseln. Verdammt! Ah, bist du kalt? Come on! Wie konnte das denn passieren? Ich hab einfach... warte. Gleich. Frag mich nochmal. Ja? Ich hab einfach bloß die blöde Teekanne ins Wasser getaucht. Wie konnte das denn passieren? Ich hab einfach bloß... Sie, du lachst. Tschüss. Tschüss. Komm, Papa. Folgendes. Okay, wir kaufen das Ding, aber unter Protest. Ist zur Kenntnis genommen. Ja, wie läuft das jetzt? Soll ich überweisen oder? Ich akzeptiere nur EC-Kartenzahlung. EC-Karten? Oh. Ich habe jetzt überhaupt keine EC-Karte dabei. Das war so klar, ne? Wie läuft das jetzt? Soll ich überweisen oder? Ich akzeptiere nur EC-Karten. Ich soll mein Flieger kriegen. So, pass auf, du kriegst deinen Flieger, ja. Keine Sorge. Läuft noch? Ja. Okay. Schaffen wir jetzt, kein Thema. Und bitte. Wie läuft das jetzt? Soll ich überweisen oder? Ich akzeptiere nur. Ja, klar. Nein. So. Wie läuft das jetzt? Soll ich überweisen oder wie? Ich akzeptiere nur EC-Kartenzahlung. Ihr findet es vielleicht nicht lustig, aber ihr seht das Gesicht nicht. Nein, ich bin ein Untertoter. Ich akzeptiere nur EC-Kartenzahlung. Ich muss Frank bleiben. Okay, ich mache alles klar. Ja, wir haben es jetzt. wie läuft das jetzt? Soll ich überweisen oder? Ich akzeptiere nur EC-Kartenzahlung. EC-Karten? Oh, ich habe jetzt überhaupt keine EC-Karten dabei. So, weiter. Wie ist das? Soll ich jetzt überweisen oder wie geht das? Ich akzeptiere nur. Ich sehe jetzt mal dazu. Was haust du denn jetzt schon wieder rein? Pille danach. Für alle Fälle. Hättest du nicht Lust, was für RTL 2 zu machen? Da hätte ich seit gestern Abend einen sehr guten Kontakt zum Unterhaltungschef. Regina, du musst echt ein bisschen aufpassen. Du kannst doch nicht einfach mit Wildfremden, völlig ohne... Du kannst dir ja sonst was... Sie hat den Sender einfach verloren, aber es war auch genau an der richtigen Stelle. Aus! Einfach
haust du denn jetzt wieder rein? Wille danach. Ist ja alles. Bitte, was haust du dir rein? Habt ihr das gehört? Wille danach! Sag mal, diesen Stuhl darf ich da auch bewegen, oder? Weil ich setze mich da immer so wahnsinnig beschissen jetzt rein, oder? Dani Schawinski? Lowinski, Dani Lowinski. Annette Neu. Wo willst du mitspielen? Dani Schawinski? Schawinski musst du sagen, damit ich Lowinski sagen kann. Jetzt sage ich immer fast Lawinski. Jetzt! Jawohl! Gut gemacht. Was macht ihr denn da? Hast du mich gerade angestuft oder was? Hagen kennt sich mit der Alarmanlage aus. Und dich habe ich als Kontaktperson bei Wachdienst Fuchs eintragen lassen. Die Kontaktperson? Ja, Herrgott, nochmal, so schwer ist das doch nicht. Wenn hier Alarm ausgelöst wird, dann kriegst du eine SMS vom Sicherheitsdienst auf dein Handy. Wenn es ein Fehlalarm war, dann rufst du zurück. Wenn nicht, dann rücken die aus. Entschuldige. Dann rücken die aus? Ja. Ah, Scheiße! 21 4! Revanche und Seitenwechsel, du hast doch viel mehr Platz da. Ja klar, da wird es gelegen haben. Vielleicht kannst du dir nach 30 Jahren ja mal eine neue Ausrede ausdenken für deinen... Tschüss. Tschüss. Das heißt nicht, du hast jetzt alles alleine aufgefressen. Sehr gut. Kriegst du geschnitten an der Stelle, pass auf. Mach's nochmal. Ja, bitte nochmal. Hunger, warum hast du mir nichts mitgebracht aus dem Supermarkt? Warum habe ich dir nichts mitgebracht? Weil... Hier geht gar nichts heute. Wir sind echt zu alle zu blöd. Also ich jetzt. Nochmal. Ja, komm, mach. Du musst es mir auch richtig geben. Ja, richtig. Mein Fehler. Ja, es war mein Fehler. Das merkt man. Meine auch. Ey, ich hatte Hunger. Warum hast du mir nichts mitgebracht aus dem Supermarkt? Warum habe ich dir nichts mitgebracht? Weil du, Heini, ständig den Alarm auslöst und ich deswegen schnell... Matthias, du lachst voll in meinen Take. Wenn du das schon lachend sagst, dann reagiere ich mit Lachen. Das kriegen die eh nicht geschnitten, weil sie es von der anderen Seite nehmen. Aber ich mach's für den Markus jetzt nochmal. Okay, los geht's. Ey, ich hatte Hunger. Warum hast du mir nichts mitgebracht aus dem Supermarkt? Warum habe ich dir nichts mitgebracht? Weil du, Heini, ständig den Alarm auslöst und ich deswegen schnell weg musste. Ja, ich meine... Super, jetzt bin ich wieder der Arsch. Aber dass es dir vielleicht auch um mein Glück geht. Bastian, sag du was? Nee, wenn ihr so anfangt, fang ich gar nicht an. Fünf Leute grinsen mich hier an.